Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich mit euch darüber reden, wie wir stillende Mamas unsere Milchproduktion ein bisschen anregen können und die Milchmenge etwas steigern können. Ja, mein Kleiner ist jetzt 4,5 Monate alt und trinkt wie ein Weltmeister. Er ist noch nicht bereit, dafür zugefüttert zu werden, aber steht kurz davor. Das heißt, er ist am absoluten Peak der Milchmenge, die er jeden Tag aus mir raussaugt. Das sind gut 1 Liter. Für meinen Körper ist das natürlich eine große Herausforderung, jeden Tag diesen ja, ca. 1,2 Liter Muttermilch zu geben. Und für manche Frauen stellt sich ja dann auch die Frage, gebe ich genug Milch? Ist die Milch ausreichend? Und ja, wie mache ich das, wenn es eventuell nicht ganz klappt, mein Baby satt zu bekommen? Worauf muss ich achten? Was für Tipps und Tricks gibt es? An erster Stelle steht natürlich eine gute und ausreichende Ernährung. Als Stillende müssen wir jetzt ca. 1000 Kalorien am Tag mehr zu uns nehmen, bis 1500 Kalorien mehr am Tag, je nachdem, wie viel dein Baby trinkt. Einfach, das ist die Menge, die wir benötigen, um diesen guten Liter Muttermilch herzustellen. Und deswegen nochmal, ich habe dazu aber ein Video gemacht, Ernährung in der Stillzeit, aber nochmal ein Appell an alle, gesund ernähren, mit vielen gesunden Fetten, eiweißhaltig, über den Tag verteilt, das heißt nicht 1, 2 große Mahlzeiten, sondern viele kleine Mahlzeiten, dass einfach permanent wird die Muttermilch aus dem Blut gebildet und deswegen ja schön auf sich achten, was diesen Punkt angeht. Wichtig und beruhigend zu wissen ist, dass die Milchbildung durch Angebot und Nachfrage reguliert wird. Das heißt, deine Milchmenge wird durch den Appetit des Babys angepasst, sofern du es anlegst, wenn es Hunger hat, sprich stillen nach Bedarf. Darüber habe ich ja auch schon Videos gemacht und das ist ganz besonders wichtig in den ersten Wochen nach der Geburt, dass sich die ganzen Milchdrüsen bilden können. Es wird dann im Laufe der Zeit natürlich, kann man auch mal die Abstände zwischen den Stillmahlzeiten vergrößern. Jetzt der Kleine ist 4 Monate alt, natürlich stille ich nicht mehr jede Stunde und auch nicht mehr jede 2 Stunden. Es sei denn, ich merke, der Kleine hat über die Maßen hinaus Hunger, dann lege ich ihn auch wieder öfter an. Denn nur so kann ich seine steigende Milchmenge, seinen steigenden Bedarf nach Muttermilch, nur so kann ich dem gerecht werden. Denn wenn er öfter an die Brust möchte, fängt meine Brust an, mehr Milch zu produzieren. Und so bekomme ich ihn auch noch satt, auch wenn er dann 5 Monate alt ist und auch wenn er noch dann 6 Monate alt ist. Wobei ich dann irgendwann auch mit Beikost anfange, aber dazu dann später Videos. Lasst uns einmal über den Entleerungsgrad der Brust sprechen. Wenn du jetzt ganz normal stillst, dann legst du dein Baby an die eine Seite an, es trinkt eine Weile und dann wirst du irgendwann die andere Seite nehmen und auch da trinkt es eine Weile. Hinterher sind die Brüste ja, weicher als vorher und fühlen sich okay an. Das ist eine normale Stillmahlzeit und dabei hat das Baby jede Seite der Brust zu ca. 3/4 leer getrunken. Wenn dem so ist, bleibt Milchmenge konstant, Baby ist satt, alles ist gut. Wenn du jetzt aber nach solch einer normalen Mahlzeit merkst, oh Gott, mein Baby hat immer noch Hunger, dann wirst du es ja ganz automatisch wieder an die nächste Seite legen, an eine natürlich nicht volle Brust, denn sie ist ja schon leer getrunken. Und das Baby wird sich das letzte Viertel Milch noch rausziehen. Und das Gleiche wird es auch, Gesundheit, Micha. Und das Gleiche wird es dann auch auf dieser Seite machen. Somit hast du hinterher 2 komplett leere Brüste und machst dir vielleicht auch ein bisschen Sorgen. Mein Gott, was war denn jetzt da los? Mein Baby hat zu viel getrunken und vor allen Dingen braucht das Baby viel mehr Kraft und eine viel intensivere Saugbewegung, um das letzte Viertel Milch aus den Brüsten herauszuholen. Aber wenn die Brüste so leer sind, dann läuft die Milchproduktion auf Hochtouren und wenn das ein paar Mal passiert ist, steigert sich dadurch langfristig die Milchmenge. Also, damit will ich sagen, wenn dein Baby nach dem Stillen nicht ganz satt geworden ist und du wieder anlegst und dafür sorgst, dass die Brust komplett leer getrunken wird, ist das erstmal ein unangenehmes Gefühl. Man hat hinterher ganz schlaffe, weiche Brüste, aber genau das ist der Zustand, in dem die Muttermilchproduktion auf Hochtouren laufen kann und langfristig angekurbelt wird. Sprechen wir einmal über den Umkehrschluss. Je voller deine Brüste nach dem Stillen noch sind, desto weniger Milch wird nachproduziert. Ist ja logisch.
Wenn du jetzt dein Baby ein paar Minuten hier anlegst und ein paar Minuten da anlegst, beide Brüste hinterher immer noch fast voll sind und du mit dem Stillen aufhörst, wird folglich nur ein kleines bisschen Milch nachproduziert. Wenn du das ein paar Tage machst, reguliert sich die Milchproduktion deines Körpers nach unten und du hast im Umkehrschluss, wenn deine Brüste immer voll sind, natürlich weniger Milch. Das ist ganz toll, dass der Körper das macht, denn irgendwann fangen wir an, zu den Stillmahlzeiten mit Brei zuzufüttern und es wäre ja fatal, wenn die Milchproduktion sich dann nicht automatisch nach unten regulieren würde. Deswegen einmal wissen, auch das ist gut, je nachdem, was du gerade brauchst, wäre es aber, wenn du an dem Punkt bist, dass du mehr Milch produzieren möchtest, wichtig zu wissen, dass kurzes Anlegen genau zum Gegenteil führt, nämlich dazu, dass deine Milch noch weniger wird. Was ich eben erklärt habe, muss man übrigens gar nicht konkret wissen, denn das Baby macht das alles von ganz alleine. Wenn man es nach Bedarf anlegt, dann funktioniert dieses Wie, wann, wo, wie viel, welche Seite, das kann das Baby sehr, sehr gut. Man kann sich als Mutter zurücklegen und braucht diese Fakten überhaupt nicht im Kopf haben. Aber wenn man jetzt merkt, man hat nicht genug Milch, dann ist es natürlich interessant zu wissen, wie man das alles irgendwie beeinflussen und regulieren kann. Wenn du jetzt zu den Frauen gehörst, die aus welchen Gründen auch immer in den ersten 6 Wochen des Babys zugefüttert hat mit Pränahrung, könnte es sein, dass sich bei dir nicht genügend Milchdrüsen gebildet haben. Denn die Milchdrüsen an sich bilden, die Menge der Milchdrüsen, nicht wie viel sie produzieren, aber die Menge der Milchdrüsen bildet sich in den ersten 6 Wochen. Und ja, durch Zufüttern kann es halt dazu führen, dass sich einfach weniger davon gebildet haben. Und dann ist das Vollstillen eines 4 Monate alten Babys, das wirklich ganz, ganz viel Menge braucht, mitunter sehr anstrengend. Denn die weniger Milchdrüsen müssen ja dann diese große Arbeit leisten. Und wenn du da an einem Punkt bist, der zum Verzweifeln ist, an einem Punkt, wo du auch aufgeben möchtest, resignieren möchtest und wo es dir auch einfach psychisch nicht gut geht, dann kann ich dir nur sagen, es spricht überhaupt nichts gegen Zwiemilch. Zwiemilch bedeutet, ein Teil der Muttermilch durch Stillen zu also einen Teil der Nahrung durch Stillen abzudecken und einen Teil der Nahrung durch Pränahrung abzudecken. Dabei wäre nur wichtig, dass die Stillmahlzeiten den Vorrang haben und idealerweise über den Tag verteilt laufen und nicht, dass man sagt, jetzt morgens einmal stillen, abends einmal stillen, dazwischen Pränahrung, sondern dass man versucht, das Stillen ganz über den ganzen Tag laufen zu lassen und wenn das Baby wirklich nicht satt wird, dann zuzufüttern mit Pränahrung. Woran erkennst du jetzt, dass dein Baby nicht richtig satt wird und dass du eventuell zu wenig Milch hast? Viele Frauen denken das einfach nur und das stimmt überhaupt nicht. Da wird von außen reingeredet, oh, du hast zu wenig Milch, du hast vielleicht zu kleine Brüste und dann denkst du, oh, da kommt nicht genug Milch raus. Nein, in den allermeisten Fällen hat man als Mama genug Milch. Du erkennst es daran, dass dein Baby viele nasse Windeln am Tag hat, dass es genug zunimmt. Ob es genügend zunimmt, kannst du ja auch sehen, indem du dich mit dem Baby zusammenwiegst und dann dich ohne das Baby wiegst. Die Differenz ist das Gewicht und dann kannst du im gelben U-Heft schauen, ob es auf dieser Kurve liegt und ob da ein Plus jede Woche zu erkennen ist. Du erkennst es daran, dass dein Baby nach dem Stillen satt und zufrieden ist, dass es nicht weint, nicht mehr weint danach. Und ja, wenn du dennoch das Gefühl hast, okay, es reicht nicht, das Baby bekommt vielleicht wirklich nicht genug, dann ganz wichtig erstmal entspannen, keinen Druck und keinen Stress dahinter haben, denn mit Druck und Stress fließt noch weniger Milch als vorher. Dein Baby viel angucken beim Stillen, oft dein Baby nackig auf dich drauflegen, selber auch nackig sein, also hier oben rum Hautkontakt ist ganz wichtig für die Milchbildung. Und Stilltees kann man auch gut trinken, über den Tag verteilt. Da macht man sich morgen so schöne Kanne. Stilltees bekommt man in fast jeder Drogerie oder in der Apotheke. Und die kann man dann wunderbar über den Tag verteilt trinken. Schmeckt auch echt lecker. Ja, das sind so Kleinigkeiten. Man könnte auch noch vor dem Stillen direkt einen warmen Wickel auf die Brust legen. Somit wird die Milchproduktion auch noch mal schön angeregt. Wärme hilft auch immer schön zum Entspannen. Baden zusammen mit dem Baby kann auch helfen. So, ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich hoffe, da war die ein oder andere nützliche Information für euch drin. Ich wünsche euch ganz viel Gelassenheit bei dem Thema, denn gelassen lässt sich jedes Problem besser lösen.
Etwas Organisatorisches vielleicht noch zum Abschluss. Nächste Woche bin ich im Urlaub und deswegen gibt es nächste und übernächste Woche nur das Freitagsvideo. Ich freue mich da auf euch und jetzt freue ich mich über eure Unterstützung, über ein Abo und einen Daumen hoch. Und ja, bis dann, ihr Lieben. Ciao, tschüss. Und nicht vergessen, du bist die beste Mama für dein Baby. Thank you.